Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, in einer großen Abtei wurde ein durchaus namhafter, bedeutender Künstler, ein Professor beauftragt, ein Fenster zu schaffen. Ein Fenster für den heiligen Benedikt. Und er hat das auch in einer nahezu abstrakten Weise, dennoch irgendwie kenntlich gemacht. Man sieht darauf in wenigen Strichen eine Figur mit einem Buch in der Hand. Und auf diesem Buch steht, und das hat zu großem Unmut in dieser Abtei geführt, steht Ordo. Ja, war die große Frage, was heißt denn hier Ordo? Da müsste Regula draufstehen, wenn das der heilige Benedikt ist. Regel müsste da draufstehen. Warum schreibt der Künstler um alles in der Welt Ordnung auf ein solches Fenster? Manchmal sehen Leute von außen tiefer als sogar die Mönche, die eine bestimmte Regel befolgen. Denn natürlich legt dieses Wort, das Benedikt zugeordnet wird, Ordo, Ordnung, legt eine tiefe Weisheit offen, das, was Benedikt den Völkern Europas geschenkt hat. Wie kaum eine Figur oder vielmehr das, was er hinterlassen hat, was wir als Benediktsregel kennen, prägt das die Ordnung der Völker Europas. Eine Ordnung des lateinischen Westens, dessen, was wir heute Europa zumindest in großen Teilen nennen. Was ist diese Ordnung? Müssten wir nicht sagen, das ist genial? Da hat einer im 6. Jahrhundert eine Idee, die schreibt er auf. Was muss das für eine tolle Idee sein? Die Pastoraltheologen und Pastoralstrategen in den bischöflichen Ordinariaten würden sich die Finger danach lecken, wenn es eine solche Figur heute gäbe. Dann würde man mit Millionen zuschütten. Eine Idee, eine Ordnung, die für Jahrhunderte gilt. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist das Geniale an Benedikt, dass er vielleicht gar nicht genial war. Dass er nicht eine tolle Idee hatte, sondern einfach nur weise genug und demütig genug, all das zusammenzustellen, was es an Ordnungen gab. Die Regel Benedikts ist eigentlich nur eine Zusammenstellung. Das soll ihre Größe nicht schmälern, aber es lässt uns doch tief blicken. Die Regel Benedikts ist so etwas wie ein Ordo von dem, was es als ansatzweise Zusammenleben der Mönche gab. Benedikt hat nichts ausgelassen, Anleihen zu machen. Bei Pachomius, bei Basilius dem Großen, bei Augustinus. All das finden wir in der Benediktsregel. Bei der Magisterregel, die sehr parallel ist. Wir kennen diesen Magister nicht mit Namen. Und doch sehen wir überall weise die Handschrift des Benedikt, was er übernimmt, was nicht, wo er abmildert, wo er verschärft. Welch ein Gegensatz zu heute. Wir mögen die alten Ordnungen nicht mehr. Deshalb auch der Aufstand in diesem Kloster gegen das Fenster und gegen diese Aufschrift Ordo. Wir mögen diese Ordnungen nicht mehr. Wir haben sie mit der letzten Reform abgeschafft. Wir können das bis in aktuelle Diskussionen verfolgen. Die Psalmenordnung, die auf Benedikt zurückging, über 1500 Jahre geübt oder 1400 Jahre, Praxis in allen Klöstern. Das hat ein bisschen gedauert. Benedikt von Aniane, 300 Jahre später, musste das erste Mal hier im Weströmischen Reich dann für alle Klöster vorschreiben. Vorher gab es so Mischformen. Aber man hat es doch irgendwann entdeckt als eine Form, die trägt, als eine Ordnung, nach der man leben kann. Und es waren ausgerechnet die Klöster Benedikts, die diese Ordnung als erste in den 60er Jahren aufgegeben haben. Warum alte Ordnungen? Wir sind jetzt die Generation, die dran ist. Wir haben jetzt die Ideen. Wir machen jetzt die neue Ordnung. Wohin das führt, kann man besichtigen. Darunter leiden wir derzeit. Wenn man ehrlich ist, muss man das sagen. Das Große am Benedikt ist, sich nicht für genial zu halten. Vielleicht ist das auch die Auswahl des Evangeliums zum heutigen Tag. Wenn man den Alleluja-Vers hört, selig die Armen sind vor Gott, oder wir haben alles verlassen, denken wir automatisch eher an Franziskus.
Benedikt kennt dieses Armutsgelübde in dieser Form nicht. Und dennoch schreibt er in seiner Regel, die Mönche sollen nichts zu eigen haben, nicht einmal ihren eigenen Leib. Welch ein Wort. Also auch nicht die eigenen Ideen, die tollen Einfälle, die eigene Genialität, in die wir so verliebt sind, die wir so mögen und wo man endlich am Drücker ist, ob im Kloster oder in der Diözese oder in der Pfarrei. Endlich kann ich das durchsetzen und endlich wird es so gemacht. Und oft erlebt man am Ende einen Scherbenhaufen. Ohne die alten Ordnungen werden wir keinen Bestand haben. Denn sie haben sich dadurch und deshalb bewährt, weil in ihnen so etwas wie Gottes Geist aufleuchtet, weil sie Gefäße des Geistes geworden sind. Auf den Altären des Mittelalters lag eben neben dem Evangeliar die Benediktsregel. Das mag man für übertrieben halten und ist doch eine Hochschätzung einer alten Ordnung, die trägt. In einem guten Gleichgewicht. Ich sage ja gar nicht, so verrückt bin ich nun nicht, dass ich sage, die ganze Kirche muss das umsetzen. Aber wenn zumindest die Klöster wieder anfingen, diesen Gleichklang, den Benedikt hat, von Gebet, Arbeit und geistlicher Lesung. Das ist ein Dreiklang, den er befolgt. Jede und jeder mag sich einmal fragen, wie sieht mein Tag aus? Die normal Getauften will ich das lieber gar nicht fragen. Die werden mich auffressen, wenn ich sie das frage. Aber bei denen, die es versprochen haben zu leben, beten wir so viel? Auch die Priester, die nicht natürlich direkt laut schreien, wir sind doch keine Mönche. Es würde ihnen gut tun, einen solchen Rhythmus zu leben. Sie wären vielleicht dann wieder Priester. Beten wir so viel, wie wir arbeiten? Verwenden wir so viel Zeit auf geistliche Lesung, und das ist vor allen Dingen bei Benedikt Lesung der Heiligen Schrift, wie wir etwa Zeit für die Freizeit haben, für den Spaziergang oder das Fitnessstudio, das ja heute unerlässlich ist. Benedikt hat die Leute in den Garten geschickt. War auch nicht schlecht. Der Rückgriff auf die alten Ordnungen, und zwar nicht aus einer Verliebtheit in die Vergangenheit, sondern in der Kenntnis dessen, was Weisheit hervorbringt, die sich vom Geist Gottes leiten lässt. Es sind wieder viele junge Leute, die das entdecken heute, und das ist gut so. Allerdings müssen sie auch noch durch einen Klärungsprozess hindurch. Nur, dass sie das Alte wollen, damit ist noch nichts gewonnen. Sie müssen durch diesen Klärungsprozess hindurch, dass sie nicht sozusagen in einer spätpubertären Reaktion das Alte nur wollen, weil es im Moment nicht in ist. Zumindest nicht im kirchlichen Mainstream. Sie müssen das Alte wollen und es für heute leben. Wir können nicht das Alte einfach nachspielen. Wir müssen die Weisheit der Alten aufnehmen und sie ins Heute umsetzen. Denn natürlich hat sich die Welt seit Benedikt geändert. Wir leben nicht mehr in der ausgehenden Antike, am Beginn des Mittelalters, in Zeiten der Völkerwanderung, in Zeiten eines zusammenbrechenden römischen Reiches. Und doch gibt es Ordnungsstrukturen, die geisterfüllt sind. Lebensordnungen und Lebensweisheiten, von denen die Benediktsregel voll ist, die heute anwendbar sind. In einem Kloster, in der Kirche, im eigenen geistlichen Leben.